So, liebe Freunde, willkommen zu dem heutigen Drehtag. Heute auch Special Guest-mäßig am Start die Julia Gütes. Also meine Angst vor Pferden ist auf jeden Fall immer noch da so. Ich bin hier auch einfach reingegangen, hier steht Zutritt verboten. Ich, ja, keine Ahnung. Darf ich den streichen? Darf ich den streichen? Boah, ich hab voll Angst. Na? Ich mache, ja? Boah. Nee, du willst nicht kommen hier. Oh mein Gott. Alter, Haare wie John einfach. Und zwar sind wir heute hier auf einem ganz anderen Bauernhof, obwohl wir die Amish-Geschichte weiter erzählen. Das liegt daran, weil momentan ist einfach Erntezeit. Und wir sind natürlich richtig perfekt on time mit unseren Dreharbeiten auf Bauernhöfen. Deswegen vielen lieben Dank an den Bauernhof. Ich glaube, meine Mutter kann da ein bisschen mehr dazu noch erzählen. So sieht es hier gerade aus. Oh, Electric ist auch dabei. Unkontrolliertes Füttern kann... Wen willst du grüßen? Ich mache mal eine ganz kleine Roomtour hier. Hier sind wir entlang gelaufen, nach da oben, und dann sind wir in den Wald rechts reingegangen und da haben wir die Lagerfeuerszene gedreht. So, mal durch. Diese kleine süße romantische Örtlichkeit da ist echt süß, die müssen wir euch in den Hauptvideos einbauen. Aber das ist meistens so Location, da setzt sich einmal hin, auf einmal stehst du mit 10 Zecken auf. Was soll ich sagen, Digga? Schmutz. Und heute drehen wir hier an dieser Location, da ist unser Langzeitstudent. Turn up. Boah, Digga, was ist das für Fliegen? Guck mal, film mal da diese Fliegen, Alter. Wie gierig die sind einfach. Wie gierig die sind, eklig. Und jetzt wird spannend, liebe Freunde, weil hier hat auch so einiges an der Geschichte angefangen damals. Das ist Daniel. Da ist Gangstian. Das sieht aus, wirst du jetzt gleich schaffeln hier. Diese kleine Roomtour ist auch so eine kleine nostalgische Reise, weil guck mal, hier waren wir bei, ich glaube, Songs dieser Bohne 2. John und ich an der dünnsten Schnur der Welt, Julia am Suchen, hier durch dieses Tor. Und da hinten war die Hochzeit, wo wir auch mit Jan Meyer gedreht haben. Und jetzt geht's noch weiter zu Songs aus der Bohne 1, liebe Freunde. Tja, ja, ja. Was geht an? Und hier haben wir Songs aus der Bohne 1 gedreht. Da, wo dieser, das Ding da steht, ja? Der Baggertraktor, was? Oh mein Gott! Da war die Scheune, wo wir die Bohnen angepflanzt haben, John und ich. Hier ist quasi eigentlich der Innenhof der Glatzen. Hier die Tür, wisst ihr noch? Da haben wir geklopft und dann waren wir auf einmal in Ariastraße 88. Hier ist unser kleiner Rückzugsort und oh mein Gott, da oben haben wir bei Santa der Boss, die kleinen Kids gedreht. Ja, krass. Oh, da war die Pause um, guck mal. Pause vorbei. Ja, das war die kleine Roomtour, liebe Freunde. Da ist mit Ciao. Ciao. Schaut euch an, wie er da steht. So heroisch, wie in meinen Träumen. Und darum, meine brüderlichen Bauern und nonnengleichen Schwestern, können wir nur gemeinsam die feige Ratte Stegges besiegen und mein Raumschiff zurückerobern. Niemand hört Ihnen zu, Jerky, Doppelpunkt, Klammer auf. Schaut mal, die Funda ist auch wieder da. Hallöchen. Bist du jetzt wieder wach mittlerweile oder wieder? Ich bin wieder wach, ja. Ich wurde gut versorgt hier mit Kaffee und Wasser und Essen. Du bist erst um 3 Uhr heute Nacht angereist, ne? Richtig. Ich habe gestern bis 10 gearbeitet. Dann kurz fertig gemacht, losgefahren, 3,5 Stunden. Ich bin gespannt auf Musikvideo morgen. Ich freue mich auf jeden Fall. Ja, ich weiß nicht, ob wir jetzt einfach das Ding genommen so. Ne? Ja, wäre cool, wenn du hier, guck mal, da ist der Tisch mit dem Holz. Ja, dann mal. Versuchen wir mal, ne? Musst du noch Bild einrichten oder was? Oh, ein bisschen. Kann ja nicht in der Luft sägen, oder? Das wäre ja lächerlich. So, wir richten hier gerade ein großes Bild ein. Das dauert immer ein bisschen länger, Freunde, ne? Ganz normal, Freunde, ganz normal, ja. Alle führen hier eine Handlung aus, alle sind in Bewegung, deswegen muss alles gut choreografiert werden. Deswegen habe ich immer so Respekt vor so Bildern, wo ganz viele Leute was machen. Alter, was hier alles rumliegt, ne? Also wenn Zombie-Apokalypse, dann bist du hier richtig. Oh, ein Stuhl. Oh, Digga. Oh. Oh mein, hier passiert noch gar nichts. Wie lange noch? 5 Minuten. 50 Minuten, ey. Oh, grinsen. Mit wem schreibst du? Lass schnell wegmachen. Mit meiner besten Freundin. Ja. John, dich habe ich heute noch gar nicht gefilmt. Mhm. Kann aber so bleiben. So, Freunde, ich habe hier jemanden entdeckt, der sich schon den ganzen Tag auf sein Make-up freut. Und zwar der John. John! Einfach wieder. Das ist so dein Lieblingskostüm, ne? Mhm. Schön, ne? Mit der Farbe und so. Willst du lachen? Ich weiß nicht, ob ich diese Frage mit Ja von dir beantworten möchte. Ich kann dir einen Witz erzählen. Nee, dann nicht. Doch. Was sagt ein Schaf nach dem Essen, John? Mehr. Das findest du lustig, Alter. Mensch, ich bin enttäuscht von dir. Was ist Orange? Nee, hör auf. Du bist nur runtergekommen, um mich abzufragen, nein, oder? Nein, das ist nur eine Frage jetzt mal. Was ist Orange?
und läuft durch den Wald. Ja, irgendwie ein dummes Orange mit Beinen. Eine Wanderine. Tja, ist ja lustig, oder? Mhm. Du findest es lustig. Nein, ich bin nicht. Der tappt einfach. Was findest du nicht auch, dass Minchao am Set immer am modebewusstesten angezogen ist? Ja, voll, ne? Ist halt die tolle Gott, ne? Babu 2.0, ich finde diese glorreiche Veränderung hier schon ein bisschen zu krass, habe ich das Gefühl. Man kennt ja noch andere Machu Picchu, die hatten ja alle den weißen Kreis oben. Das heißt, entweder ist Babu der Älteste oder es ist so eine Zwischenpubertät. Oder es ist eine Midlife Crisis. Bist du gerne ein Machu Picchu? Nein. Oh, doch. Oh, oh, oh. Oh, oh. Wie ist dieser Tag eigentlich? Den, dass du versprochen habt. Wir hatten ja letztes Jahr noch einen Tag versprochen, weil der John es gehasst hat, Babu zu spielen, dass wir alle einmal mit weißem Kreis zum Dreh kommen. Also ich kann nicht machen, wenn ich vor die Kamera muss. Aber Sean, Josh. Minchao, Thomas. Ich hab Allergie. Das stimmt doch gar nicht. Wir brauchen auf jeden Fall einen Tag, wo du nicht vor der Kamera bist. Ich mach sofort, wenn ich nicht vor die Kamera bin, Digga, ich stehe damit auf, ich gehe damit schlafen, aber ich würde es sofort machen, sofort. Ich feiere das auch, ich finde das voll geil, vom Design auch. Mui, komm mal zu mir. Komm mal, Mui. Wie war das für dich, 2 Tage vor Dreh zu erfahren, wir haben keinen Drehort mehr und ich muss einen neuen Bauernhof besorgen? Ja, das haben wir zum ersten Mal das erlebt. Also keine Location hat uns so direkt nach 2 Tage vor Drehstart abgesagt. Da war ich richtig ziemlich am Boden zerstört, aber ich kletter wieder schnell hoch, ne, wie du mich kennst. Schnell hoch. Dann habe ich gesagt, wie sollen wir aus der Situation rauskommen? Wie kann ich noch diese Drehtage noch retten? Und dann gingen schon alle Bilder durch den Kopf, während ich mit den Leuten noch auseinandersetze, ob sie doch uns entgegenkommen. Warum haben die abgesagt? Wegen irgendwie was mit Ernte. Die müssen doch jetzt ernten und genau in den Innenhof dürfen wir nicht drehen. Ich wusste ja, das ist aber sehr ärgerlich. Dann hätte man vielleicht vorher eine Absage. Aber guck mal, du hattest trotzdem genug Zeit, weil du so gut bist. Nein, doch, ich habe so einfach gesagt, ich Leute, gutes Karma. Wer auch das gutes Karma hat, ist jetzt hier dieser Bioland-Bauernhof. Ja. Müssen wir euch mal verlinken in der Videobeschreibung. Ja, auf hier gibt es nur Bioprodukte. Okay, vielen Dank. Gerne. Bein sieht man es gar nicht. Ich glaub, am Bein habe ich das Gefühl, dass es hier hoch muss, damit man es überhaupt sieht. Ich glaube auch, ja. Und dann muss ich barfuß in meine Schuhe. Da muss die Hose einmal komplett aussehen, auch die Unterhose einmal komplett raus. Echt so? Sieht komisch aus, ne? Weißt du, dann ist es cooler irgendwie. Ja, okay. Zu dem Bam, jetzt kommt Action-Szene, habe ich gehört. Ja. Machst du da auch mit, John? Warum? Weil es so halt im Drehbuch steht, was soll ich dazu sagen? Ich will Action mit dir sehen. Action kommt ja danach. Du kriegst Action. Habe ich aber nicht gelesen. Ach, du bist ja auch reingeschrieben, dass ich mir mega aufs Maul haue. So, die Action-Szene drehen wir jetzt hier mit dieser Drohne. 3, 2, 1, go! Cut, danke. Okay, ja gut, dann haben wir den. Ja? Okay. Gebe ich das jetzt durch? Die gehen essen gehen? Genau. Pause. Haben kein Problem. Erstens, mit vollem Mund isst man nicht. Verbesserung, mit vollem Mund spricht man nicht. Und zweitens, es regnet gleich. Das heißt, wir wissen noch nicht genau, wie wir jetzt weitermachen sollen. Wir hatten einen richtig guten Flow heute. Aber Regen, Bude, Aachen, Wetter, das Allerschlimmste ist, dass Babu sich wahrscheinlich umsonst zu Babu gemacht hat. Das Einzige, was dem John jetzt noch helfen würde, ist, wenn ihr wenn ihr ihn auch mal auf der Straße seht, dass ihr einfach mal sagt so, hey, sorry wegen dem Wetter, das wollte das Wetter nicht und so. Dann essen wir erstmal jetzt in Ruhe auf und gucken mal, ne? Gucken mal, was wird. Aber was ist denn jetzt los? Wir drehen gar nicht mehr viel, oder was? Nee, wir machen jetzt noch ein paar Augenshots, Bodenshots, Mundshots. Einmal auf die Hand und dann sind wir durch für heute. Und was ist mit John? Der wurde da extra geschminkt. Ich weiß nicht, ob er die frohe Kunde schon erfahren hat, sonst kannst du das ja vielleicht übernehmen. Nö. Willst du mal fragen, wie dazu steht, dass er umsonst geschminkt wurde heute? Nee.
Thomas. Also Freunde, es fängt gerade an zu regnen. Wir müssen Drehabbruch machen. Ja, und deswegen machen wir jetzt einfach nur noch so Detail-Shots. Hand, Bohnen kommen raus aus Lovebots Hand. Wir machen Bohnen in Mund, Bohnen Augen aufmachen und so weiter. Das shooten wir einfach nochmal ab. Da haben wir nochmal 8 Shots drin. Wie sieht es jetzt morgen aus? Hattest du nochmal gucken können? Also morgen wäre gar kein Problem, das alles zu shooten. So, da ist ein Insekt auf dem Objektiv. Oh. Das Problem ist, morgen regnet es auf einmal auch. Was sagst du dazu? Ey John, dann hat sich das ja doch gelohnt, dass du heute geschminkt wurdest, ne? Für den einen Shot, oder? Also ich glaube, man weiß, warum Thomas keine Freunde hat. Du kennst sie nur nicht. Ja, sie kennen seine Freunde, die sieht nur kein anderer. Also, ha, na, Max, so, und dann komme ich da hin, so, aber nix da. So, ja, Perspektiv wieder ins Gesicht von John. Hier ist mal ein ganz anderes Bild. Alter, so sieht das aus. Und 3, 2, 1. Ja, das war's. Vielen Dank euch. Kein Greenscreen. Alle freuen sich bis auf Mui. Ja, ich müsste das abgedreht haben. War wo Greenscreen nicht? Hallo, hallo. Willkommen zu einem BTS-Shot. Wir drehen heute die Szene, was die Amis schon im Himmel sehen, und zwar Babu als ihre Gottheit. Hier, also das Symbol ihrer Gottheit wird halt von Babu halt zufälligerweise nachgebildet als Silhouette. Und wie sieht die aus? Mach mal die Pose. Das ist jetzt so. Ich spann doch noch was, das sieht halt nicht aus. Meine Hosensack reißt mir das auseinander. Boah, Alter, meine Augen. Ist nicht gut heute? Nö, nee, ich sehe alles weiß schon teilweise. What the fuck? Kiss. Okay, geil. So, wir sind jetzt wieder back im Office, während die anderen da drüben noch am Drehen sind. Yeah, Alter, wie ich aussehe. Einfach hier Super Greg, Alter. Wer kennt Super Greg noch? Boah, ganz ehrlich, in Casey Rebel zu werden, ist tatsächlich wirklich super, super schwierig für mich, weil ich einfach genau die gegenteiligen Feature habe. Bartmäßig kleben wir noch was drauf, so. Der hat schon so ein sehr Giga-Chat-mäßiges, kantiges, männliches Gesicht. Das ist so das Gegenteil von meinem Steckbrief. Ich werde gerufen. Ja, bitte? Ich habe vergessen, Handtuch. Ah, der John hat vergessen, Handtuch mit zu, reinzunehmen. Sollen wir mal filmen, oder? Ich helfe dir, mein allerbester Freund. Digga, Alter! Piss dich, Alter! Die Kamera wirft! Geh auf! Ja, Funda wird zu Juju. Yes, ich freue mich. Ja. Ja. Alter, ich sehe wirklich aus wie so jemand, der so 12 Jahre so bei Mama noch zu Hause rappt, aber so noch nie einen Song rausgebracht hat. Also ich bin 0% Casey Rebel. Sorry, liebe Freunde, ich versuche aber stimmlich dem auf jeden Fall entgegenzuwirken. Casey Rebel, hast du June gesehen? So, herzlich willkommen auf Münchhaus Beauty Palace Channel, ganz neu. Ist ab nächste Woche ist der online dann. Gerne abonnieren. Ja, jetzt lacht sie noch, aber warte jetzt mal ab, wenn die Videos kommen. Was wird das erste Video, was dann online kommt? Ist das dann so? Das wird dein Jacket im Musikvideo jetzt, oder was? Schon cool, oder? Die würde ich auch behalten. Du? Ja. Also ich kann dir die auch, wenn du nicht willst. Nehme ich die. Nee. Darf ich mir die mal leihen irgendwann, wenn ich auch mal cool sein will. Ja, vielleicht. Geil. Aber du bist ja auch so schon cool. Nein. Ja, doch, bist du. Ach, Thomas. Du bist auch cool. Kennt ihr eigentlich schon die missratenen Brüder von Monsieur Pete? Das passiert, wenn der Genpool in der Familie bleibt. Es wäre es nicht so. Der redet auch nicht so. Der redet so. Voll boring. Auf Minchaus Kanal wird es auch in Zukunft Beauty-Videos für Beauty-interessierte Männer geben, wie John. 5 Sterne von 5, sagt John. John. Was drückt ein Pirat
am PC. Nee, du hast. This a layup, this a rebound, then it's right, man. Tyson with the fade, not the air, my hands rocking. When I link with ballpoint, you know it's not. I'm so unashamed, throw it to my veins. Make my 2K green or blue, I'm not into games. Focus on your players. Und jetzt sind wir bereit, das Musikvideo zu shooten. Ihr habt's noch nicht verstanden, seid alle Rohdiamanten. Wird Zeit, die Ratte zu fangen. Haltet zusammen, wie ihr planten. Ich geb euch Ecken und Kanten. Mache euch jetzt zu Mutanten. Schuss mit dem Zungen küssen. Dein Vater schon, ein Taler Hohn, komm auf die Party mit Kater schon. S-Klasse Flow, mach Klicks mit Dope, Rap, mach ein Hauptu am Mikrofon. Wunder. Hallo. Wie ist das eigentlich bei dir? Du machst ja eigentlich schon ewig Musik, ne? Ja, nicht mehr. Eigentlich so seit 10 Jahren gar nicht mehr. Ja, aber mehr. Man sieht dich ja immer singen in so vielen Insta-Stories. Ja, das stimmt, ja. So als Hobby nebenbei mache ich das ja schon. Ist das dann für dich, wenn du dann so ein Musikvideo hier... Es macht Spaß, also ich bin da voll drin. Deswegen bin ich immer froh, wenn man mich einlädt, wenn ich das machen darf, was mir auch gefällt, ja. Das ist jetzt schon das dritte Mal, dass du bei Ju singst, ne? Oder? Stimmt, mehr, oder? Mehr noch? Everyday Saturday, dann Osterlamm, was habe ich noch gesungen? Ja, stimmt, ich habe die Adlibs bei Peter Pan. Peter? Keter Pan? Ja. Sowas. So cool, so fresh, Keter Pan. Und beim Osterhasen habe ich noch die Hook gesungen im Hintergrund, aber ich war nicht im Video zu sehen. Also quasi fast bei so viel. Vollzeit eingestellt. Uiuiuiui. Wenn du runterkrachst, ne, Alter. Ich perform weiter. Ich geb dir einfach alles einmal, aber danach muss ich ins Krankenhaus. Guck mal an meine Zeit, wir gehen halt gut runter. Gib alles Zeit, bis wenn du mit dabei bist. Dance erstes Cameo, Freunde. Dance erstes Cameo. Dan, was geht denn hier ab? Ich bin jetzt Zeckerfahrer, Dan. Hat es sich gelohnt, vor Gott weiß ich, Jahren den Führerschein zu machen, weil ich darf die Dinger noch fahren. Funde, hast du Angst? Nee, oder? Nein. Ich soll hier drauf? Weil im Moment ist und das, ne, soll dann einfach performen während der Fahrt? Du, das ist kein Problem. Ey, all work, no pleasure. I ain't here to make friends, big stepper. Ey, bad guy, Heath Ledger. Ready for wherever, I'll be front and center. Don't fly too close to the sun, your body. Wunder, viel Spaß! Danke. Und ihr anderen auch, alle! Came in arrogant, but left out in a stretcher. Fuck the comparison, y'all know y'all couldn't replicate it. Hey, Wunder! Will jemand mich mal hochziehen? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Hey, John, für mich bist du der. Hammer! Also, letzter Shot von Funda. Wir dachten so, konträr zu Funda, das Gegenteil von Funda wäre viel Shit. Und deswegen machen wir ein kontrastreiches Bild. Kamera macht, was sie macht, aber Licht macht diesmal was anderes. Auf Justin Bieber Style läuft Joey jetzt mit dem Licht auch hin und her. Du kommst jetzt ins Schwitzen, oder was? Ich hoffe nicht, aber ja, wahrscheinlich. Bewegt mich sehr langsam. Okay. Nicht. Deine Mutter denkt sich, boah, Bitch, was pumpt sie da für ein Sound? Und das Licht, das ganze Haus, bin so heim, man sieht mich kaum. Ja, auf jeden Fall, Dreh ist zu Ende. Wir sind jetzt mit allem durch und ich muss sagen, sehr, sehr geil gelaufen, obwohl wir sehr low budget unterwegs waren hier. Ja, total. Also ja. 10 Minuten vor Drehschluss offiziell sogar. Mhm. Und ja, wir haben gestern noch richtig viel überlegt, das Musikvideo noch anders zu gestalten, irgendwie nach Shisha-Bars zu suchen, nach einer Bank, einem Tresorraum. Völlig krank. Ja. Erstmal so ein bisschen lost waren. Genau, es muss aber auch nicht immer so sein. Jetzt haben wir gesehen, einfach nur eine Scheune. Wie viel wir hier rausbekommen haben, ist einfach geistkrank. Ja. Jetzt packen wir zusammen und ja, keine Ahnung. Ich wollte einfach nur kurz was gesagt haben. Ich verabschiede mich. Bis dann. Hallo. Geht darum, der junge Mann stellt sich hier hin. Zieht eine Wabe raus. Und halte ich die fest. Ja, nur Zeit. Ich möchte jetzt erst. Genau, ja, ja. Nee. Geht doch noch nicht durch. Zurück. Was ich gestern gesehen hatte, bei Ihnen war, Sie hatten da so ein Ding, oben mit ganz viel voller Bienen. Ja. Ich habe angeguckt, ich weiß nicht, was gemacht. Das fand ich sehr interessant, wenn man da so nah am Gesicht von so ist und man sieht auch so Bienen vor seinem Gesicht. Nee, das gehen wir hin. Nur eben zum Verhalten, ja. Ich gucke mir jetzt erstmal die Wabe an, ob die sich jetzt dafür eignet oder ob ich eine andere Wabe nehme. Mhm. Das mache ich jetzt erstmal selber. Sie halten sich da immer.
Ich mach die Wabe, wenn ich sage, nein, du brauchst nicht weggehen. Ich guck mir jetzt erst an, welche Wabe geeignet ist, dann mache ich die lose und dann mache ich ihnen vor, was sie machen. Okay. Und wenn ihnen eine Biene über die Finger krabbelt, müssen sie das einfach aushalten. Nicht alles, was krabbelt, sticht. Die Wabe jetzt raus. Da kann ich das schon mal üben. Ist ja nur Mumm-Blumm-Blumm-Blumm-Blumm-Blumm-Blumm. So, ne? Sie kriegen gleich eine andere Wabe, aber nur, dass sie schon mal sich dran gewöhnen, ne? Mhm. Ja? Okay, ich habe mich dran gewöhnt. Gut? Okay. Boah, ich bin ein Imker jetzt. Bei der Arbeit. Wow! Ja, komm. Nur wenn ihr heute noch fertig wird. Ich habe die Wabe jetzt losgemacht, ne? Ja, ich kann die dann. Du kannst sie jetzt so nehmen, ne? Hier und da. Ziehst sie so raus. Oh ja, das, sieht, das sieht gut aus. Und guckst sie die an oder machst was auch immer. Und setzt sie. Entweder du von der anderen Seite mal einpicken. Die schreien, wenn sie fertig sind, dann gibst du mir die Wabe wieder, okay. Ja? Ja. Das übernehme ich. Und so. Wie bist du drauf? Kannst aber ganz ran. Ich hab denen gesagt, die sollen ruhig sein. Kannst ja auch mal die Nase reinstecken. Mhm. Ja, da haben wir was. Kannst du auch selber da reinsetzen. Aber da sind welche an der Seite. Ja, mach dir vor, die. Runter, runter, runter. Vielen, vielen Dank. Geil. Ey, krass, dass du das gemacht hast. Ja. Nice. Einfach Ängste überstanden. Ja, das passt doch, ne? Mhm. Ja. Cool, ja. Das nice. Ja, guck mal, jetzt haben wir sogar noch ein Hündchen hier. Der ist mir viel lieber. Der sieht einfach aus wie Curly, Alter. Aber eine Wurst. Ach ja. Ach ja. Feini, ne? Ich werde jetzt Herr der Schafe. Wir fangen mal ein bisschen groß an. Ich werde jetzt der Schafe-Boss. Und zwar werde ich jetzt gleich die Schafe und Lämmer zu mir holen. Freust du dich? Ich freue mich voll. Die sind lieb, oder? Ja. Ja. Jesse macht jetzt hier alles möglich. Vielen Dank. Ja, sehr gerne. Das ist unglaublich. Dann let's go. Dann am besten alle, die irgendwie mitdrehen müssen, schon mal rein. Siehst du schon Schafe? Noch kein Schaf. Gone. Oh, die gucken gleich so. Die kommen gleich aus allen Ecken. Die sind da hinten im Gebüsch. Da ist eins. Da ist eins. Da ist ein Schaf. Da kommen sie. Okay. Da kommen sie alle. Oh. Oh. Komm mit, Sean. Komm mit. Oh, da kommt eins hinter uns. Oh Gott, was machst du denn hier? Ja, guten Tag. Hallo? Ja, ich hab nix. Ich hab nix. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich hab nix. Ich hab nix. Sean, der ist ein bisschen aggro. Der ist ein bisschen aggro. Ja, feini, ne? Ja, ich hab hier gerade ein Schaf neben mir. Da gibt's Leckerli. Da gibt's Leckerli. Geh zu Stu. Nein, komm nicht zu mir. Komm nicht zu mir. Oh mein Gott. Ja. Oh, er geht wieder. Gehen wir da zurück? Boah. Boah, hatte ich grad Schiss. Ey, ganz ehrlich, das Einzige, was weh tut, ist, wenn die mit ihrem Gewicht auf deinen Füßen treffen. Ach, sind die auf den Fuß getreten? Die ganze Zeit so. Und ich hab jetzt nicht die dicksten. Ach, scheiße. Ich sitze auf einem. Ich sitze auf einem. Boah, guck mal, was das für ein Tier ist. Boah. Das ist ja ein Monster. Hallo. Hallo. Oh mein Gott. Ich hab so Respekt. Ja, hi. Guten Tag. Ja. Ich hab richtig Angst, die anzufassen. Was macht ihr denn? Ach, die kann man streicheln? Hallo. Feini. Oh mein Gott. Ja, Feinis, ne? Ja. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Na, ihr Kleinen. Ja? Kommt, kommt. Kommt zu mir. Ja, Feinis, kommt, kommt. Ja, Feini, ne? Ja, ja. Bist du Feini, ne? Ja, Feini bist du. Was kommt als nächstes in deinem Tutorial, einarmig zu werden? Ich glaube Hühner noch. Hab ich richtig Bock. Oh, Hühner, krieg ich Flashbacks.
Boah, weißt du, was echt schocken würde in einem Video, wenn er einen Huhn schlachtet? Wo kommt das her? Hühner! Alle direkt mit den Handys. Look at all them chicken. Okay, wir gehen rein. Hühnchen. Boah, ist ein geiles Bild. Guter Stadio Valley einfach gerade im Green Life. Warum sind die alle bei dir? Das ist gut, das ist gut. Oh, jetzt kommen wir ins Licht wieder. Zu. Was? Wir hören nichts. Von oben, mein Sean. Soll ich nochmal Futter holen? Mehr gibt es heute nicht zu sehen. Und jetzt verpiss. Was soll das denn machen? Dann nimmst du die Bürste so. Aha. Und dann, du kannst es, ich weiß nicht, du kannst es auch so machen, so. Und dann immer wieder abstreichen. Das mache ich. So macht man es richtig. Dann ist das professionell. Und dann gehst du übers Fell, immer so dem Fell nach. Kannst du feste drücken, kannst du ruhig feste, das merkt die kaum und dann streicht es so ab. Genau. Oh. Könnt ihr da weggehen, Sarah? Und alles. Okay, ich mach noch einmal. So, das Pferd war dann auch meine allerletzte Prüfung, die allergrößte Angst. Ich ganz ehrlich, ich kann so gut schlafen heute, weil ich alle Ängste besiegt habe. Wow! So, hier wird noch ein bisschen Set-Dressing gemacht. So sieht das aus bei uns. Und hier wird Sound aufgebaut da hinten. Da ist Mick, der schaut, ob zeitlich alles korrekt ist. Eva, Continuity, guckt schon. Schaut euch mal an, wie schön es hier ist. Oh. Da ist Dan, schön im Schatten. Letzter Drehtag, liebe Freunde. Man spürt aber auch, dass der letzte Drehtag ist. Alle sind schon so ein bisschen in Wochenendstimmung. Phil, seht ihr da hinten? Er ist da. Jetzt drehen wir genau quasi die Lücken, die wir freigelassen haben, weil wir da Film brauchen. Das heißt, das ist ein Pickup-Day. Haben wir ja ganz oft gemacht in der Vergangenheit, dass wir halt immer die Kameras, die Special Guests ganz am Ende gedreht haben, damit wir exakt wissen, was wir mit denen shooten, weil meistens Cameos / Special Guests Influencer ja am wenigsten Zeit haben. So ist es bei Influencern, by the way. Ja. Darauf ein Bottle-Flip. Dann lasst uns ballern, oder? Ja, dann machen wir eine Aufnahme. Wenn die eh schon alle getanzt und gesettet sind. Was ist da los? Und alle, die schon mal auf einer Rave waren, die allerletzte Briefing, die noch auf dich wartet. Die lustigste. Die Dance-Briefing. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Most Epic Dance Moves. Es muss abgehen! Wir haben alle Briefing gepackt. Außer, ihr wollt noch ein bisschen tanzen. Stopp! Alter, wie schnell du den auch rausgezogen hast. Ultra geil! Ihr wollt noch ein bisschen tanzen. You could be my cheater. Geil, Alter. Hammer. So, Phil, siehst du große Unterschiede zu deiner Serie so vom Dreh? Nee, eigentlich nicht.
Eigentlich sind wir genauso wahnsinnig wie ihr. Du hast ja auch eine Serie gerade aktuell, schon zwei Staffeln online. Kannst du dazu mal was zu erzählen, was da gerade abgeht und wie es weitergeht? Ja, das ist Almania, das ist mein Alman-Charakter, Frank Stimpel, der an eine Schule kommt, wo er sich neu finden muss und sehr viel, also eigentlich lügt er die ganze Zeit und bringt sich immer in Probleme und das ist auf jeden Fall sehr lustig, aber auch eine sehr herzvolle Serie, also eine schöne Message, wenn man sie ganz anguckt. Sie ganz an. Ja, nice. Wo kann man die aktuell sehen, wenn man sie interessiert? In der ARD-Mediathek und die Kiste bebt. Und aktuell arbeitet ihr gerade auch an Staffel 3, ne? Was passiert da gerade? Yes, so sieht's aus. Ich sag mal so viel, die Schüler kommen jetzt alle in die Oberstufe. Und deswegen sind sie natürlich besonders am Lehrplan interessiert. Ja, geil. Link zur Serie findet ihr auf jeden Fall hier unter diesem Video. Hey. Soll ich unbedingt mal angucken. Ja, macht es gern. Und ja, vielen Dank, dass ihr auch Mann im Mond so abfeiert, weil es macht echt Spaß hier. So, Phil hat gleich seine erste Stunt-Szene des Tages. Ich muss hier drüber klettern. Ich hoffe, es passiert nichts. Uff. Bitte! Durky! Jerky! Ja? Durky! Alle am Handy hier, Hanoi. Unfassbar. Der Schisser, unser Engel. Und einzig unser Engel kann uns jetzt noch umstarren. Oh Gott, der Schisser, unser Engel! Das ist unser Engel, das kann doch nicht sein, Hanoi, was fliegt denn der da oben? Ja, okay, den haben wir. Wer war das von euch? Wenn du wirklich ein Engel bist, zeige uns ein Wunder! Ein Wunder! Ja, geil, haben wir. Freunde! Ey, darf ich ein Foto mit euch allen machen? Und Clips. Und Bam. Und Bam. Und jetzt mal alle schreien. Kaum heiler als du das liest, benase deine Mutter. Was sie schreibt, ist legendär, du, als wär ich Martin Luther. Dein Vater schaut ein Taler hoch.